Das könnte jetzt aber hinhauen, weil ich fahre zurück. Oh. Wow. Wow. Okay, kommt jetzt es noch wird zu? Anspruchsvoller. Mhm. Wird doch Zeit. Wir haben jetzt hier Kartons liegen und auf den Kartons liegt der Staub. Den müssen wir erst runterstoßen. Dasselbe hier auf dem Stuhl und hier auf dem Karton. Ja, dann müssen wir gegenfahren. Ja. Das war krass. Und dafür noch mehr. Aber keine Vase mehr, ne? Nee. Und startet die Kerze hier. Wer saugt denn bitte, wer stellt denn in so einen Raum einen Sauger? Jetzt mal ehrlich. Und zwar fahren die immer, also wenn ich von unten dagegen stoße, fällt das Ding nach oben. Wenn ich von so dagegen stoße, dann wird es dahin fallen, da kann man aber nicht hinkommen. Ich glaube, dann geht es nach Norden oder Süden. Nach Süden. Dann wird er also hier runterfallen. Okay. Auf den Stuhl. Vom Karton auf den Stuhl. Vom Karton auf den Stuhl. Und dann müssen wir den nochmal anfahren. Und dann müssen wir nochmal anfahren. Der macht ja super. Aber wir können doch in so ein Feld reinfahren, ne? Mit Einsatz. Von der Stuhl kannst du dort runter, ja. Und können wir da reinfallen? Nein. Nee, das ist eine Wand. Da ist gelb. Achso, komm. Das ist eine Wand. Alles gut. Oh. Schön, dass es mir keine gelben Karten gibt. Oh. Fuck. So, nochmal. Vielleicht versteht ihr mich ja. Ey, lass uns das Spielfeld anschauen. Wollen wir erst dahin fahren, wo das meiste ist? Also ich könnte jetzt einen richtig geilen Zug machen mit allen vier Karten, aber ihr wisst ja noch nicht, was ich tue. Aber er wäre geil. Ich mach das. Ich mach den. Nee, es geht nicht. Doch, das geht. Doch, das geht. Das geht. Ich mach den. Geradeaus. Ich mach den. Geradeaus. Ich mach den. Und ich mach den. Er könnte jetzt hier stehen. Nein, wir stehen hier. Warte mal. Denkt daran, was ich gesagt habe. Das ist ein geiler Zug, aber ihr wisst nicht, was ich tue. Ihr könnt es gar nicht erahnen. Ihr müsst komplett um die Ecke denken jetzt. Mehr sage ich nicht. Er fährt rückwärts, dreht sich nach links, fährt nach vorne, dreht sich nach rechts. Ja, das macht keinen Sinn, wenn es so hingereicht. Er fährt zwei vor, eins zurück, dreht sich und fährt dagegen. Nee, das wäre doof. Das wäre doof, ja. Nein, ehrlich gesagt, also tatsächlich rückwärts, ein geradeaus, Rechtsdrehung und dagegen, dass der Staub hier liegt. Danach gucken wir in die Richtung. Zwei. Wenn man gegen eine Wand fährt, dann dreht man sich nach links, ne? Das heißt, wir gucken nach da. Also müssen wir erstmal da lang. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo wir sind. Fuck, darf ich nicht spielen? Nein, lass mich das ein. So, so. So, so. Ich habe keine Idee. Ich muss meine gelbe Karte noch loswerden, Leute, ne? Ja. Jo. Scheiße. Du hast es kaputt gemacht? Ja, mit der ersten Karte. Scheiße. Oh, okay, dann. Oh, warte. Bums. Ende. Ja, Bums. Wir sind. Das ist total in die Hose gegangen. Ja. Weil der dreht sich nach links, nicht nach rechts. Ich verstehe auch nicht, was. Ja. So, hier bis hier ist okay und dann. Nein, der Fehler ist das. Der Fehler ist jetzt. Also, was du gesagt hast, wollte ich machen. Ja. Er fährt zurück, aber er dreht sich nach links. Ja, der dreht sich ja nach da und nicht nach da. Und ich war gedanklich in der anderen Richtung. Okay. Dann fährt er geradeaus. Ist auch spannend. Nach links. Da müssen wir auch was aufnehmen. Drei nach unten. Ja, wir müssen. Zwei nach vorn. Dreht sich nach links. Okay. Den Stopp haben wir schon. Zwei nach vorn. Dreh den nach links. Nach rechts. U-Turn. Nach links. Nach links. U-Turn. Ja. Ah, scheiße. Jetzt wäre oben. Hätte das geklappt, dann hätten wir nämlich... Den runtergestoßen. Nach deinem hätten wir, nach deinem hätten wir so gestanden. Nein, beziehungsweise nee, so. Und ich hatte dann... Zwei vor. Drei auf jeden Fall, dass wir links und dann. Das Problem ist, du hast aber die gelbe Karte zuerst gespielt. Das heißt, wir hätten dann so gestanden.
Nee, das wäre 1, 2 in die Richtung gewesen. Soll ja noch eine? Nee, danke. Ich brauche noch 2. Uff. Dann kann ich die spielen. Ja. Dann. Nein! Denk gerade aus dem Stuhl. Ja. Ich kann nicht. Haut schon hin. Meint ihr? Achso, jetzt weiß ich auch, was du gelegt hast. Ich muss die legen. Das musst du nicht herlegen. Ich verstehe die beiden gerade nicht. Moment. Nichts machen will? Ich hatte die, glaube ich, zuerst. Falsch. Nö. Hat hier gerade eine gar nicht runtergeschoben. Wir haben noch 10 Akku. War schon dritte Runde? Nee, wir haben angefangen mit... Die erste Runde hast, alles gut. Ja. Mit Joachims Meisterplan. Ja, der hat Wunder. Hätte er Wunder funktioniert, wenn die Regeln anders wären. Wenn die sich anders umdrehen. Wenn die Regeln anders wären, das voll funktioniert. Wenn die sich beim Rückwärtsdrehen anders umdrehen würde. Genau. Ja, ich hatte den selben. So, dann geht's wieder nach vorne. Ich kann leider nicht, ich bring uns aus der Ecke nicht raus. Dann lass gut sein. Dann decken wir auf. Ja. Spannend. Links. Ja. U-Turn. Nein. 2 nach vorne. Ja. Und dann Stuhl. Dreht sie nach links, weil er mit 2 in den Stuhl reingefahren ist. Hm. Ja. Ein nach vorn. Nach links. Noch nach vorn. Okay. Nach links. Nach links. So, und gut. 2 nach vorn. Ja, nein. Passt doch. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Stopp. Ich dachte, das Gelbe wäre nochmal ein Drehen. Der wäre natürlich vom Stuhl aus erstmal hier runtergefallen, dann hätte man aufgesammelt. Ja. Das stimmt, wir sind vom Stuhl aus. Genau. Ja, aber wir hätten aber hat gepasst. Ja, keine Frage, haben wir genauso geplant. Wie sieht das da aus? Den Staub aus der Ecke können wir sofort holen. Dann könnten wir versuchen, den Staub. Wir dürfen nicht drüber reden, was wir machen wollen. Achso, stimmt. Leider. So. Was ist denn, wenn. Ich brauche noch eine. Was ist denn, wenn Staub auf Staub fällt? Dann liegen 2 drauf. Dann liegen 2 drauf. Ja. Vorne zurück. Achso, muss man auch 2 machen. Weißt du, heult aber rum, wenn man direkt bei Karten hinwirft, ne? Okay. Da möchte ich jetzt gerade nichts spielen. Ja, du weißt Regel runterschubsen und so, ne? Ist dir ja bekannt. Gut, dann kann ich nämlich die spielen und die spielen. Dann und da könnte jetzt eine gelbe Karte kommen, oder? Ja. Ich denke, ja. Ja, ich habe aber keine. Ich auch nicht. Gut, dann nehme ich eine, die eigentlich gelb wäre. Und dann, okay. Und dann willst du... Darf ich eben einmal? Ja. Ja. Ich könnte auch noch fortsetzen. Was aber... Okay. Da müssen wir hin. Dann mache ich so. Ja. Und dann mache ich so. Was? Nee, der doch. Ist falsch. Nee. Doch. Der ist falsch. Der ist falsch. Wir wissen gar nicht, was da drunter ist. Eine von beiden wäre gut gewesen. Ach stimmt, ja, der ginge auch, aber... Doch, ihr wisst ja gar nicht, was da ist. Und jetzt könnte ich sogar noch den machen. Was? Das ist jetzt mega weird, aber okay. Aufdecken. Ja, gut. Okay, auf jeden Fall. Stopp. Dann kann ich den und den machen. Ja, genau. Nach links. Einer vorne. Einer rechts. Rückwärts. Oh, ich dachte, das wäre eine Vorwärtskarte. Oh, fuck. Guck mal das Bild da unten. Ja. Ja, dreht sie nach links. Du musst rückwärts fahren. Ja. Ja, gut. Und dreht sie nach rechts. So, ja. Und jetzt schubst du was runter. Dann schubst du X runter. Boom. Und jetzt drehen wir nach links. Ach so, halt. Dann. Jetzt geht es natürlich alles gar nicht mehr auf, was ich dann geplant habe. Ich habe auch voll vergessen, dass er vorwärts, dass er sich hier dreht. Nach links. Nee, das vorwärts. Hab ich nicht vergessen. Nach links. Vorwärts. Pass mal auf. Jetzt. Nein, nach rechts. Oh, scheiße. Rechts. Rechts. Das andere rechts. 3 nach vorn. U-Turn. Und 1 nach vorn. Eine rückwärts. Ein rückwärts. Ach, wir haben 2 Rückwärtskarten. Oh, ich habe das mit dem Rückwärts verkackt. Das tut mir so leid. Ich dachte, das war eine Vorwärtskarte. Oh. Ja, wenn es vorwärts gewesen wäre, dann wärst du nämlich dagegen gefahren. Dann hast du nach links gedreht. Nee, jetzt wäre nochmal nach links gedreht. Nee. Doch. Nein. Nein, doch. Da, nein, ich habe mich nach links, bin dann vorwärts gefahren, das war eine Rechtsdrehkarte, die ich hatte.
Ich aber so weit waren wir noch gar nicht. Doch. Oder wären wir nicht gewesen? Ich sag jetzt, ich habe auch schon vergessen, dass in dem Moment hier ging. Florian wollte unbedingt eine Karte. Da dachte ich, Florian nickt unbedingt eine Einserkarte, weil er unterm Stuhl durch will. Ja, genau. Das war auch mein Gedanke. Siehste. Aber ich habe sowieso am Anfang vergessen, dass es sich hier ja und dann hast du ja noch eine gelegt. Und dann habe ich eine gerade ausgelegt, weil er nach links gegangen wäre. Noch eine wären wir da. Und dann kam die Rechtskurve. Das hätte schon gepasst. Ich glaube nicht. Toll. Es hat nicht gepasst. Ich fange auf jeden Fall nicht an. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist das, was ich denke, weil dann müsste der nämlich gut funktionieren. Warte, nee, so schnell kann ich nicht denken. Der hier. So schnell kann ich nicht denken. Halt, warte. Nein, ich habe meine Karte verwechselt. Alles gut. Das ist auch die richtige Richtung. Warte, ich weiß auf jeden Fall, was das hier sein muss. Dann kann ich mir vorstellen, was das ist. Aber dann passt die da nicht. Doch. Nein. Ja, doch, doch. Warte, das... Das haut schon hin. Dann guckt der... Nein. Doch. Ja. Der guckt dann... Ne? So, pass mal auf. Alles gut. Und wenn jetzt die kommt... Ja. Dann guckt er... Oh, warte mal. Also ich vermute, dass wir an diesem Zeitpunkt uns auf der Stelle gedreht haben. Nein. Mehr nicht passiert ist. Doch, weil der sich, wenn das eine Links ist und das auch eine Links. Warum soll das eine Links sein? Ja, oder, ach so, okay, jetzt weiß ich, was es sein könnte. Mhm. Aber, rechts, einer, okay, ja, und jetzt, die hast du ja gespielt. Ja, gut, gespielt, ja. Ich bin mir jetzt noch nicht mehr jetzt. Ich muss jetzt warten. Mir ist jetzt gerade eine Kleinigkeit eingefallen, die das eventuell... Ich würde gerne eine gelbe Karte loskriegen, Ulf, aber da musst du vorher was spielen. Ja, ich muss auch hast eine gelbe... Hast du dich da vertan? Achso, du auch. Ja, du passt doch. Wie ist denn nochmal die Regel, wenn ich... Wenn das die ist, die ich denke, dann kannst du deine gelbe problemlos spielen. Das kommt jetzt drauf an, was das Florian, ist. Wenn Florian sich hier vertan hat, dann muss ich erst. Was ist denn, wenn ich jetzt, angenommen, er fährt jetzt mit einer Zweiergeschwindigkeit in den Stuhl rein. Dann dreht er sich nach links unterm Stuhl. Tut er also. Ja. Ja. Das habe ich nicht bedacht. Das passiert ja aber auch nicht. Hoffe ich doch zumindest, dass es nicht funktioniert, dass das nicht passiert. So, okay, also könnte ich theoretisch. Wir müssen So, ich muss jetzt. Alles gut. Ich muss jetzt meine gelbe Karte spielen. Ja. Ja. So. Babam. Kannst du noch mehr? Ich muss jetzt diese spielen. Ja. Es ging nicht anders. Das war schlecht. Der Nebensatz war schlecht. Ich bin voll raus. Kannst du noch was? Hä? Kannst du noch was? Ja, aber das ist nicht... Kannst du da drunter nicht weg? Ich habe eine gelbe zum Loswerden. Ach, du musst ja eine gelbe loswerden. Oh! Oh. Warte, dann lass mich folgen. Jetzt ist alles wieder gut. Ja. Nein. Ach so, okay. Ich kann die gelbe noch nicht spielen. Nein, doch. Wenn ich Florian verstehe, kannst du jetzt die gelbe Karte spielen und alles ist okay. Nee. Jetzt ist gerade alles okay. Ja, ich würde gerne hier noch was gerade aussehen. Ja. Dann würde ich gerne die gelbe spielen. Nee, jetzt bin ich dann raus. Nein. Dann macht die gerade was kaputt. Dann spiele ich jetzt die gelbe und... Verlass mich mal auf euch. Ich bin verlassen. Ja, lass jetzt mal aufdecken. Ja, hau raus. Ich sag, wir stehen unterm Stuhl. Ja, genau. Da müssen wir und drehen uns links und rechts. Ja. Links. Rechts. Was? Ein geradeaus. Links. Und ich hab's noch gesagt, wenn du die falsche spielst, lass mich hier spielen. Weil es die ganze Zeit so klang, dass du zwei nach vorne gefahren bist. Nein. Nein. Zwei nach vorne, drehen wieder zum richtig ausrichten, geradeaus, dann steht er hier. Okay, kann man denken, ja. Deswegen links. Und jetzt dachte ich zwei... Stimmt, bumm, jetzt kommt's auch. Jetzt dreht er sich nochmal nach links. Jetzt dreht er sich mal U-Turn. Und jetzt dreht er sich mal nach links. Helden! Und ich frag dich noch, hast du es richtig gemacht? Sonst hätte ich den hier gespielt. Dann hast du offensichtlich es nicht richtig gemacht. Alle wussten, was gemacht, was passieren wird. Oh, zwei gelbe Karten sind raus. Oh, echt jetzt? Warte mal. Der Mann mit der gelben Karte. Ja, warte kurz. Versuch mal so eindeutig zu legen, dass wir wissen, dass... Ich will nur Karten loswerden. Das ist sowas von uneindeutig. Nein. Er sagt, er will nur Karten loswerden.
Also links. Er wollte nur loswerden. Dann vermute ich mal. Mülltonnen. Okay. Vor. Dann fahre ich darum. Und da hörst du auf? Da muss ich aufhören. Musst du aufhören? Das nein, alles gut. Okay, alles klar. Gedreht, vorwärts, vor dem. Dann müsste ich jetzt den spielen, oder? Ja. Jetzt muss ich mal erzählen. 1, 2, 3. Genau. Dann müsste ja der hier noch. Ja. Und dann kann ich nicht spielen. Das ist zu viel. Ja, doch. Warte mal. Oh, Moment. Ach so, ja. Weiter kann ich nicht. Ich kann auch nicht weiter. Ich habe nichts mehr Gutes. Ich habe dafür auch nichts Passendes. Obwohl, ich mach's einfach mal. Dann spiele ich die. Ja, ah, genau. Warte, und dann, warte, und dann spiele ich die. Nee. Doch, doch, doch. Das hat nicht mehr. Warte, was, wo, was haben wir jetzt als letztes gespielt? Die da. Das. Ah. Ja, man kann nicht auf Kamera drauf. Ich hätte vorher noch was Cooles spielen können, aber jetzt ist vorbei. Oh. Warte, jetzt muss ich einmal zurückrechnen. So, 1, 2, 3, 4. Ah! Ja. Und wenn du jetzt zwei coole Karten kannst, dann kannst du da richtig. Ja, Moment, lass mich ihn kurz rechnen. Was bin ich denn? Links plus rechts gleich geradeaus. 3 plus 7? Also ich. Wenn ich jetzt das jetzt richtig verstehe, wo wir sind, dann kann ich jetzt zwei Karten spielen, die uns für die nächste Runde schon mal günstig positionieren. Ja, dann mach das. Ja. Ich bin etwas skeptisch. Ich glaube jetzt, alle haben gelegt. Wir müssen hier sein. Nee, ich glaube, wir stehen jetzt da und gucken nach da. Ja, wenn das deine letzten zwei Karten sind mit. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Links. Vielleicht hat Henrik am Anfang alles schon verborgt. U-Turn, U-Turn. Ja, dann nicht. Nein, natürlich nicht. Ein geradeaus. Einmal links. Nee, davon habe ich nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Jetzt geht's gerade schief. Das kommt meiner. Ich dachte, das sind alles Einser. Jetzt kommt ja, so viel, weil wir ja so viele Einser haben. Denkst du, ich merke mir, wie viele Einser es gibt? Oder was? Einen aufnehmen? Das könnte jetzt aber hinhauen, weil ich fahre zurück. Rechts. Okay. Ein nach vorne. Zwei nach vorne. Dreh sich nach vorne. LOL! LOL! Und ein zurück. Geh zurück. Und dann links drehen. Achso, Schade. Aber trotzdem gut. Ich dachte, wir fahren jetzt hier raus und wieder rein. Ich hatte nicht gedacht, dass du mit dem Zweier vorfährst. Nee. Ja. Ich habe gedacht, weil ich dann auch noch. Das könnte ja nicht alles Einser sein. Das geht ja nicht. So viele Einser haben wir ja gar nicht. Da müssen ja Zweier oder Dreier auch dabei sein. Ich weiß. Aber Florian hat ja auch noch gerade Karten auf der Hand gehabt. Oh, gleich wieder Geld. Noch eine. Florian, noch eine? Ja. Wer noch? Ich brauche eine. Ich weiß nicht, was er meint. So, warte. Okay, dann bist du die schon mal losgeworden. Dann könnten wir. Warte. Nein, noch schon. Schnick, schnack, schnipp, ich muss doch so zwei von denen noch loswerden. Und da weiß ich, wo du bist. Und jetzt lege ich die. Dann wisst ihr ja wohl, in welche Richtung ich jetzt mit der Karte will. Mhm. Und dann kommen die. Genau. Und jetzt kann ich die noch loswerden. Oh. Und jetzt kann ich dann, und wenn ich die noch lege, dann da. Ja. Ja, und jetzt. Ja. Warte. Okay. Und warte, die noch hinten dran. Okay, dann weiß ich glaube ich auch. Die noch. Nee. Ja doch, das klappt. Das klappt. Nein, das schlecht. Wobei, es ach so. Ist es egal. Eigentlich ist es egal. Jetzt muss ich jetzt mal wieder durchrechnen. Ist egal, bleibt liegen. Was okay. Liegt? Ja, gut. Da sind wir abgebogen, glaube ich. Hier sind wir da. Also wir sind. Wenn ihr durchfällt, dann. Wir sind, glaube ich, gleich. Ja. Das, U-Turn. Vorwärts. Vermute ich mal. Vorwärts mit Linksdrehung. Dann müsste der noch gehen. Okay. Nee, lege ich nicht. Nein. Nee.
Geht nicht. Das liegt da. Jetzt liegt so, aber so, auf jeden Fall haben wir gerade den Staubfall auf den Stuhl gehauen. Genau. So. Ja. Wer hat angefangen, die Karten hinzuschmeißen? Rechts drehen. Ja. Geradeaus. Ja. Links drehen. Ja. Zwei geradeaus. Ja. Ein geradeaus. Ja. Links drehen. Geradeaus. Rechts. Geradeaus. U-Turn. U-Turn. Auch ein U-Turn. Okay. Drei nach vorne. Zwei nach vorne. Und einer vorne. Ah, den hätte ich mein letztes auch noch spielen können, mein U-Turn hier. Haben wir gemacht. Ja. Wie viele Runden habt ihr schon Batterie? Das Dumme ist, wir müssen jetzt in den Stuhl entweder reinrasen. Ja, wir müssen da reinrasen. Damit er nach hinten runterfällt. Damit er runterfällt. Du hast gar keine Hände. Ich habe gar keine. Zwei, Flubber hat genug. Ich will gerne anfangen mit meiner gelben Karte. Wir haben alle gelben Karten da drin. Okay. Ich möchte meine gelbe Karte jetzt nicht spielen. Ich brauche noch eine. Du brauchst noch eine? Wenn ich jetzt meine gelbe Karte... Jetzt kann ich meine gelbe Karte spielen. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig, wo wir sind. So, jetzt muss ich jetzt leider einen Trick machen. Aber es passt jetzt. Ja. Aber ich kann nicht, weil wir müssen das mit einem Zweier runterschmeißen, ne? Ja. So, und dann? Stopp! Warte, was passiert denn dann? Was ich nicht mehr weiß, wenn man jetzt mit einem Zweier das runterschmeißt, drehen wir uns trotzdem unterm Stuhl. Genau. Achso, dann hast du... Ich krieg nichts mehr. Warte mal, dann mach ich den... Nee, stopp! Schnickschnack, ich hab einen Plan. Nein, das macht's kaputt. Glaub's mir. Ich hab die Hand nicht, oder? Jetzt darfst du sie legen. Und die bringt nichts mehr, wenn ich die lege. Jo. Na gut. Links. Jo. Geradeaus. Jo. Links. Jo. Zwei nach vorne. Jo. Rechts. Was? Rechts. Und wem war die denn? Ach so. Ja, U-Turn. U-Turn, meine. Genau. Dann der Zweier da rein. Er dreht sich nach links. Genau. Nach links. Nach oben. Entschuldigung. Nach rechts drehen. Ein raus. Ein Staubwerk. Dann. Nach links. Nach links. Nach links. Gegen Uhrzeigersinn. U-Turn. Und ein vor. Und ein vor. Ja. Also verdammt, klar. Da hätte ich ja doch mal meinen hinten dranhängen können. Nein, ich wusste aber auch in dem Moment nicht mehr. Ja, alles noch gut. Wir haben gut in der Zeit. Staub einsammeln und zur Ladestation. Du hast keine? Ich habe gar keine, ne? Ärgert mich das, dass ich den nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, ich habe denselben auf der Hand. Ich bin voll, du brauchst noch einen, du bist voll. Oh. So, lass mich einmal schauen, ich habe Geld. Stopp. Stopp. Ja, und die. Okay. Nee, die verwirrt euch. Die mache ich nicht. Die verwirrt uns? Also das verwirrt mich. Also ich weiß definitiv, welche Karte das ist. Das weiß ich, 100%. Warte. Ich bin raus. Nee, ich weiß auch nicht, was, ich was die meine beiden sind. Dann ist das, wo wir hinwollen. Wait. Warte, links, rechts, U-Turn. Aha. Dann müsste das eine Zurückkarte sein. Nein. So? Ich hab gesagt, das ist mit meiner Karte ist das musst da, wo wir hinwollen. Ich muss eine gelbe legen. Dann liegt doch jetzt noch die gelbe und wir decken. Oder? Warte, nein. Nein. Die klappt nicht, die gelbe. Nein. Warte. Gelb. Ich vertraue dir jetzt mal. Feierabend. Ja? Ja. So, mal gucken, ob ich da recht gehabt habe. Links. Natürlich. Rechts. U-Turn. Mhm. Ein vor. Ja. Ein nach links. Ein vor.
2 vor und 1 zurück. Oh, wie yes! Sehr gut. Krass, oh Bingo. Jetzt habe ich auch genug gestoppt, aber... Ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Ja, tatsächlich. Super, dass du es mitgebracht hast. Schönen Dank für den Tipp. Ein echt lustiges Spiel. Gibt es das schon auf Deutsch? Nee. Gar nicht? Nee. Aber das ist richtig ist so ein soweit ich weiß auch nicht geplant. So ein Spiel, das würde ich so in die Kategorie einschätzen, da läuft man gern dran vorbei und denkt sich nichts von. Ja, genau. So dieses typische Schätze. Kannst du mir die Packung nochmal geben? So ging es mir auch, wo ich das erst auf dem Tisch gesehen habe. Was spielen wir jetzt für einen Scheiß? Don't judge a book by its cover. Es ist geil. Und es ist ja auch von Playdead Games. Das sind ja auch die, die Maus und Mystics gemacht haben. Und wie heißt das andere noch? Stuffed Fables. Herr der Träume. Ein wirklich echt tolles Spiel, muss ich sagen. Hat mega Spaß gemacht. Ihr habt es ja auch gemerkt. Es gab ordentlich was zu lachen hier. Und es ist sprachneutral. Also auf den Karten ist kein Text. Ja. Also es ist ein bisschen Text. Einer muss wissen, wie die Regeln gehen. Genau. Und denke, das ist... Alternativ guckt ihr unser Video, weil das erklärt irgendwie alles. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Quirky Circuits. Super lustig. Mega gut. Gut. Was war das auf Deutsch? Verrückte Schaltkreise oder sowas. Ne? Ja. Verdreht, verwirrt, quirky. Und da können sie aber auch noch andere Miniaturen dabei, ne? Also muss ich irgendwie noch was. Es gibt die Biene noch, die kannst du ja gerne mal zeigen, die Miniaturen. Gizmo. Und die fahren dann anders oder sind das jetzt Gegner quasi? Finde ich, die ist dann schon. Ach, wir spielen jetzt die Bienen. Ah. Jetzt werden wir die Bienen spielen. Das war aber schon abgebrochen, als ich es gemacht habe. Ja, an Playdead Games. Hier, ich muss auch noch was reklamieren. Hier ist leider kaputt gegangen. Also war kaputt, als es kam. Und du kannst denen hier quasi diese Teile auch in die Hand geben. Also die Biene fängt das dann auf und schleppt das dann mit sich rum. Das ist der Fall. Ah, okay. Also hier würde jetzt A, B, C liegen, dann muss A zu A gebracht werden, B zu B und C zu C. Aber die Biene, wenn die irgendwo gegenfliegt, dann drehe ich sie nicht. Da bleibt die stehen. Okay. Wenn sie sich aber mit mindestens 2 bewegt, dann behält sie ein Momentum bei. Und nach der nächsten Karte geht sie nochmal 1 in die Richtung. Oh, krass. Cool. Das klingt mega lustig. Das ist die Biene. Ja, sehr cool. Mehr kann ich noch nicht. Da kommt der Hund noch. Ja, und ein Roboter irgendwie, ne? Genau, das ist der Kochroboter. Der kocht dann später in der Küche, kann links und rechts was in die Hand nehmen und dann kann der sich so drehen und dann muss der kochen. Hier. Da wollen die Sushi und Reisschale und so. Das ist aber was, finde ich ziemlich cool, dass sie so verschiedene Mechanismen jetzt hier noch drin haben, ne? Dass das nicht alles nur jetzt immer mit Dingsen wäre, mit der Katze und dem Staubsauger, sondern... Ja, sogar noch ein Laufband mit bei. Ach du meine Güte. Bin gespannt, wie es da weiter oben noch wird. Ja, sehr cool. Es wird halt immer schwieriger. Und ich finde, das ist auch eigentlich gar kein Kinderspiel mehr. Nee, finde ich auch nicht. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also das werde ich mir definitiv auch gönnen, muss ich gleich schon sagen. Muss ich jetzt gleich noch schnell bestellen. Nicht, dass die Leute das Video sehen, dann kriege ich es nicht mehr. Du kriegst es bei Zattoo oder bei Philibert. Philibert, okay. Also in Deutschland noch gar nicht? Das glaube ich, überall ausverkauft. Okay. Also zuletzt, mal geschaut habe, war Deutschland nichts mehr. Amazon gab es noch ein Exemplar. Ja. Ebay hatte ich das letzte erwischt. Ja. Was kostet das? Vom teuer, 55. 50, 55. Ja, das ist UVP. Milan hat das mal für 40 gehabt, aber ausverkauft. Coole Sache. Definitiv. Ich find's gut. Ja. Okay, du. Kann man bestimmt auch coole Trinkspiele draus bauen. Crazy Coconuts habe ich leider zu Hause. Wer ist verbockt? Ja. Okidoki. Gut. Ja. Das soll es auch von uns gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüssi. Bye-bye. Tschüss. Ein echt lolliges Game. Tatsache. Mega gut.